Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Wir erforschen den Süden. Zumindest ist das unser großes Ziel. Bin mal gespannt, was jetzt. Ach du, meine Güte. Was bist du denn da? Kann ich jetzt nicht wechseln? Ich wechsle das hier einfach mal durch. Okay, dann werfen wir nichts. Okay, mal hier kann man gar nicht das bauen. Okay. 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 Ach, Digga. Was ist das für ein Gegner? Was ist das denn jetzt? Uncool. Oh. Das ist gut. Kämpfer, Bauer, Fischer. Na, dann machen wir Kämpfer. Können wir neu irgendwas herstellen? Was will er hier? Oh ja. Wollen wir den schon mal haben. Mit eines Level-Ups. Ladeschacht, okay, da fehlt ein bisschen Titan, das ist logisch. Das haben wir ja weggemacht. Ich bin mal gespannt, was soll denn das jetzt hier werden? Also dann rasiere ich den lieber richtig. Jetzt ist er anders. Boah, Mana Geist finde ich ja nicht so geil. Nee, irgendwie nicht so meine Lieblings. Ja, nicht lustig. Müssen wir so beschissen? Können wir nicht hier über den. Achso, ich wollte schon sagen. Hier unbenutzbar. Ach, leck mich. Oh. Quietsch. So. Nee, mit dem Mann. Oh, ja. Oh. Gut.
Ja, ist okay, raste doch aus. Kasse diese Viecher, ne? Wir haben richtig viel kassiert eigentlich, ne? Und ich meine nicht die guten Sachen. Nicht wirklich. So. Hauptsache dieser Mal, ey, wenn jetzt hier 10.000... Oh, schöne Welt. Wenn hier noch 10.000 Mana-Geister kommen, dann werdet ihr jetzt nicht so geil. So. Wow. Schön, gut. Hinterhalt funktioniert noch. Das ist gut. Gold. Super. Wenn wir alle draußen Hinterhalt machen können, wäre natürlich noch besser. Das ist eine Obelist auf jeden Fall. Jo. Aber dann können wir schon mal ein bisschen was abgeben. Ich wusste ja nicht, dass es hier auch noch so einen Weg gibt dafür. Ja. Fresse. Und Blätter sollen mal richtig viel machen. Weil wir ja irgendwann wieder die Situation haben, dass wir dann anpflanzen müssen oder so, damit wir für die Arche alles perfekt haben. Und dann brauchen wir das Zeug natürlich. Okay, ich weiß nicht, wozu wir hier oben sind, aber... später mal. Ich weiß jetzt ja nicht warum. Habe ich denn hier schon überhaupt mal irgendwas gesehen mit Fische oder so? Und hier Angeln könnte oder so? Ich glaube noch nicht so, ne? Jetzt kommt gleich wieder die Quietscherfront. Ja, wir müssen doch hier irgendwo weitermachen, oder nicht? Hier müssten wir doch durch. Ich muss doch hier irgendwo weiter kommen. Hier müssten wir auch weiterkommen irgendwo. Jetzt laufen wir ja hier eigentlich wieder komplett zurück. Ist ja jetzt hier nichts Neues, oder? Ach doch, jetzt sind wir ja hier unten. Da? Ach, gucken wir mal, was hier oben ist. Aber ich glaube nicht, dass wir hier spannende Sachen haben. Naja,
Oh. Okay. Ich dachte, du hast schon komplett kassiert, Junge. Aber wollte er nicht. Der war noch völlig uppe. Also. Also nicht durch. Irgendwas zeigt er ja hier an mit einem Häuschen. Und das war jetzt hier und das ist unser, naja, was heißt Geheimversteck, aber deswegen sind wir jetzt hierher gekommen. Anscheinend schon. Oh. Ritas Nahaufnahme. Wenn wir hier jetzt nicht durchkommt. Da waren wir ja auch schon, ne? Die Kiste ist ja schon benutzt worden. So geöffnet worden. Hä? Der Weg hat sich gar nicht mal gelohnt. Ja, aber wenn wir jetzt hier nach Norden machen. Gucken wir wieder am Haus. Und das kriege ich hier nicht kaputt, oder was? Ich wollte schon sagen. Jetzt laufen wir natürlich. Nee. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier den ganzen Weg nochmal. Dann laufe ich hier wieder lieber zurück. Gib das nochmal ab. Dann habe ich dann wenigstens nur meine Ruhe. Muss er jetzt nicht überall reinlatschen, wo sie wieder rumstehen. So, dann müssen wir aber jetzt hier gleich überlegen, wie hier am besten lang geht. So, hier haben wir auf jeden Fall auch noch einen Pilz und sowas, ne? Das ist ganz gut. Ich hoffe, hier ist jetzt hier noch irgendwas, ne? Ne. Hä? Wo muss ich jetzt? Denn doch hier oben lang. Wieder hoch und um das Haus rum. Okay. Naja, immer voll drin. Aber es sind halt so. So. Quietsch, quietsch, quietsch. Und da unten müssen wir lang, genau. Profi? Genau. Also wenn wir jetzt hier überhaupt lang machen, hoffen wir. Ich kann mir nur vorstellen, dass das hier lang geht. Och nö. Aber gar nicht geschossen davor. Man muss ja auch noch schnell machen.
Man muss ja auch noch schnell machen und ich kann nicht hinterher. Mann. Oh, warum das denn? 100 Mal gestorben? Macht mir gerade nicht sehr glücklich. Sondern jetzt sind die ganzen Rad. Oh, jetzt sind ja alle schon wieder da. Mann. Da ist er. So gut. Naja, auf einmal geht's, ne? Mit Umwegen, muss man sagen. Jetzt nicht so geil. Diese Mana-Geister sind ja jetzt nicht meine Freunde. Ach, da ist ja auch noch so ein Arsch. Ach, hier sind ja... Warum sind hier denn 500 Milliarden Mana-Geister? Finde ich uncool. Die Frage ist ja auch, ob wir da wirklich rein müssen. Ach du. Ein bisschen nervig, die Teile, wa? Oh, warum gibt's die denn nur noch jetzt so? Ja, aber ich weiß ja ganz genau, da ich das nie wie durchmache, weil ich krieg ja dermaßen immer auf den Deckel, dass ich da noch gar keine gute Strategie habe, ne? Die Frage ist hier ja auch, muss ich hier wahrscheinlich mehr runter als hoch? Aber hier sind wir ja auch noch Wege gar nicht gegangen. Ja, auf jeden Fall wäre Ruhe besser. Gut, das wäre jetzt der Gang nach oben wieder. Den wollen wir natürlich so nicht. Da wollte ja schon mal die Bambi ein bisschen befreien, ne? Okay. Das störe in aktiven Mana-Kammern. Schaffe es in 60 Sekunden. Oh nee, erstmal nicht. Also wenn ihr mal, wenn wir das Dings hätten. Wie mal, die gibt es denn nur noch? Was soll der Scheiß?
Ne, finde ich jetzt gar nicht mehr so cool. No sign of the original inhabitants. Lucky me. I'm starting to think that this joint might actually be haunted. We got pounced on by, spirits? I've never seen anything like them before. Mm. I was pursued by one for so long I got separated from the main gang. I'm not so sure I can get back to safety with those things out there. Don. Na, ich weiß auch nicht, ob ich da. Da würde ich auch lieber wegrennen, glaube ich. Frage ist ja, ob hier das irgendwas Interessantes noch drin ist. Würde ich gar nicht töten. Gar nicht gegen die kämpfen. Da müssen wir bessere Strategie uns einfallen lassen, aber das beim nächsten Mal.